Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chessylize Gunnys YouTube-Kanal. Und was haben wir denn heute hier? Stockfish 15-1 gegen den Weltmeister Magnus Carlsen. Hä? Ja, der spielt ab und zu mal auch nicht nur zu Showzwecken, sondern auch, um auch die Engines abzuprüfen, mal gegen eben jene. Auch AlphaZero, die neueste Version, ist darunter. Und vor ein paar Tagen hat Magnus Carlsen hier mit Schwarz gegen Stockfish 15 gespielt. Natürlich weiß ich jetzt nicht genau, auf welcher Hardware die Engine lief. Jedenfalls, man sagt um die 4000 Elo, ja, Stockfish. Magnus Carlsen mit 2852, das ist heftig. Das ist heftig. Aber kann er da mithalten? Jetzt ist es so, dass man als Mensch die Maschinen nicht besiegen kann, ob gerade man Magnus Carlsen heißt oder Tim, weiß ich nicht, Hans Müller. Der Punkt ist, dass man hier den Maschinen ein bisschen was vorgibt, ja, dass man sagt, passt mal auf, du musst jetzt hier mal opfern und du musst jetzt mal dies machen und dann spielt man und schaut, wie weit man kommt. So auch hier. Wir gucken uns mal diese unglaubliche Partie an. In der Magnus in der Eröffnung da eine Figur mehr hat. Also, wir gucken mal, was hier passiert ist. Passt mal auf. Kann Magnus diese 4000 Elo Monstermaschine besiegen? Eröffnet wurde das Ganze von Stockfish mit E4, C5 von Magnus, also aggressiv, aber das war vorgegeben. Okay, muss man dazu sagen, Springer F3, Springer C6. Und hier kennt ihr alle Sizilianisch, ne? D4, offener Sizi, bla bla und so weiter. Hier musste Stockfisch Springer G5 spielen. Warum? Seht ihr gleich, Magnus spielt E5 und Stockfisch opfert auf F7. Das war die Vorgabe, also so musste Stockfisch spielen und Magnus nimmt natürlich die Figur. So, und das bedeutet also, Schwarz hat eine Figur mehr und steht hier auf Gewinn. Das ist ja klar, also mathematisch auf Gewinn. Aber wie macht man das? Kann die Maschine hier so stark spielen, dass sie die Partie hält? Darum geht's. Und es geschehen wunderliche Dinge in dieser Partie. Also, zuerst mal gucken wir mal, was ist denn das für ein Opfer hier? Also, Schwarz hat genommen, hat eine Figur mehr und okay, der König steht ein bisschen exponiert, das stimmt, aber ansonsten ist alles gut für Schwarz. Klar. Stockfisch spielt Läufer C4 Schach. Gut, okay. Und jetzt muss man schon aufpassen, Leute. Nicht irgendwie jetzt durchdrehen mit König G6 oder König G6 oder König E7 oder so ein Zeug. Ich meine, was passiert denn nach König? Mein König G6 ist theoretisch noch spielbar, aber sowas zum Beispiel darf man nicht machen, weil dann kommt sofort D4. Und ihr seht schon, auf einmal steht der König da, wo er überhaupt nicht stehen will. Also hier muss man vielleicht schon, naja, ich weiß gar nicht, was man hier macht. Also vielleicht sowas hier, D5 oder so, dann kann man schon schlagen und jetzt kann man hier nicht schlagen. Warum nicht? Auf einmal kommt Dame H5 und es droht Dame G5 und nein, ihr könnt hier nicht nehmen, wenn ihr das hören wollt. Läufer G5, Schach, König E6 und Läufer schlägt D8. Das ist ja auch ein Quark. Ich will euch hier nur mal zeigen, man muss ja aufpassen. Also Magnus spielt König E8 und das ist der richtige Zug. Er geht einfach zurück. Gut. Stockfish entwickelt seinen Springer. Hoho, Überraschung. Die Maschine entwickelt Figuren. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist das so. Springer C3, Springer F6 von Magnus Carlsen, Rochade von Stockfish und D6. Okay. Stockfish spielt D3. Erstmal stabil halten das Ganze hier, aber vergesst nicht, Weiß hat eine Figur weniger. Läufer G4 von Magnus Carlsen, was ein sehr guter Zug ist und hier auch ein trickreicher Zug, weil man möchte ja nicht, also keine Ahnung, man möchte nicht unbedingt mit der Dame nach E1 gehen oder sowas, dann kommt Springer D4, dann hängt der C2. Das ist es irgendwie nicht, ja. Stockfish ist hier Pragmatiker und spielt F3. Einzig guter Zug, muss man auch sagen. Magnus wollte das natürlich provozieren, diese Schwächung auf den schwarzen Feldern hier, ja. Also Läufer H5, klar, wir gehen weg, logisch. Und vergesst nicht, die Maschine hat eine Figur weniger, ja. Was macht man hier jetzt? Also, wie kann man irgendwie Schwarz unter Druck setzen? Ich meine, okay, Schwarz kann nicht rochieren, das vergessen wir nicht. Aber was Stockfish hier spielt, ist abenteuerlich, ja. Stockfish spielt hier eiskalt G4 und versucht,
Tempi zu finden, um den schwarzen König bedrängen zu können irgendwie. Also G4, okay, der Läufer geht nach F7, neutralisiert diese Bösewicht auf C4 und Stockfish nimmt den einfach raus. Okay, ja, König muss wieder nehmen, das hatten wir schon mal, ne? Ein König auf F7. Und ist immer noch eine Gewinnstellung für Schwarz. Machen wir uns nichts vor, es ist eine Mehrfigur. Nur man muss es irgendwie verwerten. Ich meine, Weiß hat schon irgendwie da und da und da und überhaupt, aber es geht letztendlich darum, für die Maschine irgendwie Angriffsoptionen zu kreieren zu müssen, weil sich hinten reinstellen, das kann nicht funktionieren, ja, weil dann wird man durch den Materialvorteil einfach irgendwann ausgespielt. Die Maschine muss hier irgendwas kreieren und sie tut es auch. Sie spielt nämlich F4. Und das ist ein ganz schön heißer Zug, sagen wir es mal so, ja. Denn es droht G5. Und das, also ich keine Ahnung, wir können ja mit dem Springer mal sofort weggehen. Ja? Nach G5 muss er sowieso weg. Also gehen wir mal gleich weg, nur mal als Beispiel. Aber dann haben wir schon das Feld D5 freigekämpft. Und es ist brandgefährlich plötzlich. Ja? Also vielleicht kann sich der König sogar verstecken mit trotzdem G5. Ja, vielleicht kann man das auseinandersplittern hier. Aber das ist. Also, man traut dem Braten, ist immer noch besser für Schwarz, aber man traut dem Braten nicht so recht, oder? Gegen diese künstlichen Superintelligenzen da. Das ist nicht so klar. Also, vielleicht kann man jetzt hier den Springer nach E5 reinpflanzen, aber dann C3, D4. Also, okay, also ne? Der Vorteil ist übrigens hier schon nur noch bei minus 1, ne? Und in der Stellung hier ist er noch bei minus 2. Also, ihr seht, gefährlich. Magnus Carlsen sagt sich, na gut. Du spielst irgendwann G5, ich block das mal mit H6 weg. Okay. Und was macht Stockfish? Trotzdem G5. Und öffnet Linien. Er öffnet, also was ist er? Es öffnet Linien. Weil hier nehmen geht gar nicht, ne? Weil dann geht der Springer verloren, weil der Turm ihn fesselt. Ja. Das heißt, der Springer muss ziehen. Der Springer muss ziehen. Und er geht nach D7. Deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, gehen wir doch gleich nach D7. Und Stockfish spielt Dame G4. Dass sie. Ihr traut dem Braten nicht, oder? Ich auch nicht. Und es ist immer noch, es ist inzwischen ausgeglichen. Die Maschine sagt, ich habe eine Figur weniger, aber jetzt habe ich bereits Ausgleich. Unglaublich. Also, warum? Naja, also der Angriff, die offenen Linien, schaut mal, der König steht in der Schusslinie. Also Magnus spielt hier erstmal Springer D4, okay, ist in Ordnung. Und Stockfish spielt Springer D5. Es ist wie so ein, guck mal, hier ist fast schon so ein Ring, seht ihr das, um den schwarzen König, der wird immer enger, der wird immer enger. Und kann Magnus hier die Balance halten? Noch ist nichts verloren, Figur mehr. König, Ecke ist beim König weg. Okay, menschliche, gute Entscheidung. Und Stockfish spielt C3. Hey, geh da weg, ich greife dich mal an. Und ja, einfach wegziehen läuft nicht. Weil, wenn jetzt zum Beispiel zurück, also hier geht nicht, ne, weil die Dame das kontrolliert. Wo gehen wir denn eigentlich hin? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel nach C6 zurückgehen, nein, Leute, da haben wir es schon, da haben wir es schon. Schachmatt. Nein, es geht gar nicht. Der Springer kann überhaupt nicht nach C6 zurückgehen wegen des Matts. Das heißt, Magnus muss tricksen. Magnus schlägt hier raus auf F4 und sagt, naja, dann nimm doch meinen Springer. Was würde passieren, wenn die Maschine hier den Springer nimmt? Ja, dann kann Dame G5 kommen und haha, dann haben wir uns des bösesten Angreifers erwehrt. Hier, dann kann man nämlich Damen tauschen, ne? Weil jetzt geht das nicht mehr hier wegen der Fesselung. Aha, tricky von Magnus Carlsen auf F4 zu nehmen. Aber enttäuschenderweise sagt Stockfish, pss, das mache ich nicht mit, ich nehme einfach den F4 raus. Okay. Und ja, jetzt hängt er wieder. Er hängt wieder und dann droht wieder dieses blöde Mattmanöver. Also, was tun wir? Wir machen noch einen Zwischenzug. Schließen hier diese H-Linie und befragen die Dame. Die geht einfach weg. Okay, schon wieder hängt der Springer, immer noch hängt der Springer. Aber jetzt
hat dann Tempo gefunden. Jetzt hat durch dieses Vertreiben der weißen Dame von G4 hat Magnus ein Tempo gefunden hier auf E2. Okay, König geht weg. Und Magnus tauscht erstmal dieses Monster auf F4 raus. Turm schlägt F4. Übrigens, das geht jetzt nicht hier, ne? Dass ihr seht, dass der Springer das Feld deckt. Also deswegen erst Turm schlägt F4. Und jetzt nehme ich mal einen Schluck Tee, Leute. Weil jetzt passiert gleich Aberwitziges. Heiß. Was zieht ihr hier mit Schwarz? Schwarz hat immer noch eine Figur mehr. Aber die Entwicklung ist überschaubar. Und die Stellung ist besser für Weiß inzwischen. Wobei, nicht so ganz klar. Also auch Maschinen hier wie Stockfish und so empfehlen Turm H7 als besten Zug. Ganz ehrlich, Turm H7, ist das ein menschlicher Zug? Wohl eher nicht, ja. Es ist ja natürlich auch beschränkte Bedenkzeit mit 10 plus 0 und so, klar. Also wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben, das ist ja auch ein bisschen, das Ganze ist ja auch ein bisschen Spaßveranstaltung und so, aber ne, verlieren möchte man trotzdem nicht, oder? Mit einer Figur mehr. Fakt ist, Magnus spielt hier den menschlichsten aller Züge. Springer E5. Naja, also wenn wir uns das Feld schon mal uns anschauen, wenn wir es uns schon mal geben, dann nehmen wir es uns halt, ne? Der hängt, Springer G6 und so, deckt das G6, wunderbar. Und Stockfish gibt mal einen Schach. Gut. Was tun? Der König läuft weg. Stockfish gibt mal einen Schach. Was tun? Der König läuft aufs einzige Feld, wo er denn hin kann. Und hier ist schon die Frage, wie geht's eigentlich weiter? Wie geht's eigentlich weiter? Also ich meine, es ist jetzt so, es ist noch Angriffspotenzial da, aber wie erlegt man diesen König oder geht das überhaupt? Stockfish weist nach, warum diese Stellung plötzlich eine plus 8 ist. Okay, alles klar. Schauen wir mal. Der Plan ist der Punkt H5. Wir gehen einfach mal mit dem Turm nach F5. Drohen Springer F4 und setzen Matt. Okay, klingt irgendwie sinnvoll, ja. Das kann man nicht zulassen als Schwarzer. Also ist man gezwungen, auf D3 zu nehmen und dieses Feld hier zu kontrollieren. Weil damit Weiß hier nicht hin kann. Macht Sinn, ne? Und der Punkt ist, ja, solche Züge hier, ne, das geht auch nicht wirklich. Das könnte man machen, aber dann hätte Schwarz zumindest so ein Ablenkungstempo. Ja, dann droht dieses Mattmotiv nicht. Ja, müsste die Figur zurückgeben, ist schon klar und so, weiß ich. Aber Stockfish gibt sich damit gar nicht ab. Er spielt einfach mal Turm G1. Und Magnus spielt Dame H4. Okay, naja, ne, Springer F2 ist gedeckt und das Feld G4, nee, H3. Also irgendwie ist das ein Multifunktionszug, der aber gar nichts bringt. Aber vielleicht kann man ja noch drüben Stockfischen. Und jetzt müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt geht dieses Manöver, ist abgewehrt, ne, mit diesem Mattsetzung hier, weil der Springer das auch deckt. Aber es gibt noch ein anderes wunderschönes Springerfeld. Wie wäre es denn, wenn wir diesen Springer nach F5 bringen? Ist auch matt, ne? Wenn der Springer hier auftaucht. Und außerdem ist das dann eine böse Gabel. Aus dem Grund spielt Stockfish Springer E3. Magnus versucht irgendwas, ja? Was sonst? Und tja, soll ich mal einen Schluck Tee nehmen? Stockfish entkorkt Turm F6. Guckuck. Ich habe schon wieder mit dem Guckuck. Warum? Also, ja, ihr seht, wenn wir hier nehmen auf F6, ne, dann kommt dieses böse Schach. Und wir können auch nicht mit der Dame nehmen, übrigens, Leute, weil passt auf, was dann passiert, wenn wir mit der Dame nehmen, ne? Dame schlägt F6. Und jetzt? Wollt ihr hier nehmen? Ist glaube ich nicht. Wenn ihr hier nehmt, ist mich matt. Das heißt, wenn ihr hier mitnehmt, ne? Nein, das ist auch matt. Ja. Es geht nicht, Leute. Turm F6, ihr könnt nicht nehmen auf F6. Deswegen hat Magnus Springer F2 gespielt. Schach. Ja, der Turm muss nehmen. Klar. Und jetzt kann Magnus immerhin noch Turm HF8 spielen. Also er hat es irgendwie geschafft, die F-Linie zu verplompen, sozusagen. Aber Stockfish sagt, weißt du was, ich stelle mal den Turm nach F7 und drohe schon wieder dieses ekelhafte Springer F5. Ne? Mit Mattsetzung und Gabel. Magnus muss nehmen. Einziger Zug. G schlägt F7.
Und jetzt Dame F6. Wie ist das Materialverhältnis? Naja, Stockfish hat die Figur zurückgewonnen. Das stimmt, aber vielleicht kann man hier noch, also 2, 4, 5, 6 Bauern, 2, 4, 5. Nur ein Mehrbauer für die Maschine. Aber die Stellung, Leute, die Stellung. Stockfish gibt einen Schach, der Magnus muss nach H7. Und jetzt, ja, ne? Bumm! Deswegen kam vorhin der Mini-Turm D1 und der Turm G1. Und jetzt seht ihr mal. Jetzt tut es den Einschlag. Ja, jetzt ist natürlich Feierabend. Ne? Also König H8, dann, es geht nicht. König H8 ist ein Matt in 6. Schaut mal, wir nehmen hier raus, wir nehmen hier raus. Wir spielen Turm G6, greifen den Läufer an. Der muss irgendwo hinziehen. Ja, wo zieht er denn eigentlich hin? Hier hin oder was? Das ist Matt. Nein, man muss nehmen. Man muss nehmen. Springer schlägt G7. König schlägt G7, Dame schlägt E7. Und jetzt gab es noch ein paar Züge weiter, weil eine Maschine natürlich. Also, oder gegen eine Maschine gibt man nicht auf oder irgend sowas. Ja, also das eben, doch, man gibt auf. Also, hallo? Also, euch ist schon klar, dass Weiß gewonnen hat, ja? Also, wenn man sich das mal in der Eröffnung gibt, ja, da gab es ja dieses Opfer. Erinnert ihr euch? Springer schlägt F7, König schlägt F7. Das ist eine Gewinnstellung für Schwarz. Aber Magnus hat verloren. 4000 Elo. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was hat denn eigentlich Schwarz so wirklich falsch gemacht? Also hier in der, hier ist schon schlecht, Springer E5 war ein Verlustzug, ja, aber hier ist schon schlecht. Die Ungenauigkeit beginnt hier, in dieser Stelle. Da hätte Magnus nicht H6 spielen dürfen. Er bietet der Maschine diesen Brutalo-Hebel G5 an. Man hätte hier vielleicht einfach nehmen sollen auf F4. Auch das ist ein bisschen kritisch. Man muss da exakt rechnen, sehr exakt, weil man muss G5 rechnen, ja. Und jetzt, okay, der Springer kann irgendwo hinziehen. Das hatten wir schon mal so hier. Aber nach Springer D5. Und dann denkt ihr, was ist das denn? Ich kann den doch einfach nehmen, ne? König H1. So kann man das vielleicht spielen. Es ist besser für Schwarz. Und man hat die Mehrfigur. Aber selbst hier, ne? Also, okay. Man traut dem Braten halt nicht. Man soll den Maschinen sowieso nicht trauen. Aber leider tun wir es trotzdem immer wieder. Naja, Leute, ein Wahnsinn, oder? Alpha, sag ich, Stockfish 15-1 besiegt hier Magnus Carlsen mit einer, obwohl er eine Mehrfigur hatte, der Carlsen. Und ja, man, so 4000 Elo gegen 2,8 Elo setzen sich halt durch. In diesem Sinne, ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Computerschachwelt hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nichts. Oder unterstützt mich gerne auch via PayPal mit einer Spende. Wenn ihr mehr sehen wollt, ab und zu mal Maschinenschach, vielleicht auch mal Stockfish gegen Alpha Zero. Ja, vielleicht wollt ihr das sehen. Schreibt es mal einfach in die Kommentare, ob euch das interessiert. Und dann mache ich das gerne für euch. Ne? Also, in diesem Sinne, macht's gut, solange. Bis denn. Tschüss.